Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und viele Grüße aus Las Vegas. Nein, natürlich nicht. Ich bin hier zu Hause, aber wenn ich das hier mir anschaue, da kann man schon neidisch werden. Da wäre ich echt gerne gewesen. Aber gut, man muss mit dem klarkommen, was man hat. Ich bin jetzt hier zu Hause in meinem Büro und möchte aber trotzdem über die CES, die momentan in Las Vegas stattfindet, berichten. Oder auf jeden Fall, was HTC da angekündigt hat. Da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen. Soll jetzt auch keine 30-Minuten-Monolog hier werden. Ich möchte das Thema nur mal kurz ja, aufgreifen und mich interessiert natürlich brennend, was ihr davon haltet. Und ja, da würde ich gerne, dass ihr mir ja nach dem Video einfach mal unter die Kommentare schreibt, ja, was ihr davon haltet, was HTC da angekündigt hat. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum ersten Thema. Und HTC hat die HTC Vive Pro Eye angekündigt. Und das Eye steht hier für Eye Tracking. Und ja, alle VR-User, sage ich mal, haben es ja nicht gefordert, aber haben es sich gewünscht, dass es endlich Einzug in unsere VR-Brillen hält. Ja, HTC erfüllt jetzt uns diesen Wunsch. Und ja, was ist Eye Tracking genau? Eye Tracking trägt die ganze Zeit unsere Augen oder unsere Pupillen, schaut, wo wir hingucken. Und in dem Bereich, wo wir hingucken, wird hochauflösend gerendert. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier so eben so ein ganz nettes Bild gefunden. So, da sehen wir es ganz gut. Also der User guckt gerade hier auf die Felge. Die Felge wird hochauflösend gerendert und danach gibt es Abstufungen im mittleren Bereich der Auflösung und dann nochmal in ganz kleiner Auflösungsqualität, weil in dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, sage ich mal, ich gucke jetzt so ein bisschen nach rechts oder links und da ist eh alles verschwommen. Also das sehen wir auch im Real Life nicht so und ja, genau das simuliert Eye Tracking und das bringt uns echt viel Grafikpower und kann in vielen Spielen uns ja, etwas bringen, denn es kann viel, viel mehr eingebaut werden. Die Entwickler haben viel mehr Möglichkeiten. Und natürlich gibt es noch andere Anwendungsmöglichkeiten, die jetzt nichts mit Grafikpower sparen zu tun haben, zum Beispiel Interaktionsmöglichkeiten. Ich denke da mal an Lone Echo. Ich gucke Olivia die ganze Zeit auf die Brüste oder auf den Hintern und Olivia sagt nach Zeit X einfach: Kannst du jetzt mal sein lassen, mich die ganze Zeit anzustarren oder irgendwie sowas. Zum Beispiel Augenkontakt halten mit dem Charakter gegenüber, weil das Spiel ja eh weiß, wo ich die ganze Zeit hingucke. Das lässt einen wahrscheinlich auch noch viel tiefer in die VR-Welt eintauchen. Auch wenn es jetzt ja nur marginal klingt, aber alleine bei Lone Echo schon, wenn man Olivia irgendwie längere Zeit anfasst und sie schlägt die Hand weg, das ist irgendwie so natürlich und ja, lässt einen noch viel tiefer abtauchen, finde ich. Also sowas zum Beispiel. Mit der Zeit werden mit Sicherheit einige Spieleentwickler auch coole Ideen da haben, wie man das Ganze noch besser nutzen kann und ins Spiel einbauen kann und so weiter. Also da können wir uns auch echt was freuen und natürlich müssen wir mal abwarten, wie teuer das Ganze wird. Also ich vermute, dass es weit über den Preis von der Vive Pro liegt, die ja jetzt schon nicht gerade günstig ist und ja, rechnen wir mal mit ein bisschen über 1.000 € wahrscheinlich. Aber ich lasse mich gerne überraschen, dass es billiger wird. Aber damit sollten wir erstmal nicht rechnen. Ja, das Ganze ist natürlich cool. Der Fortschritt geht weiter in VR. Wir können uns auf neue Techniken freuen. Aber das Ganze hat für mich auch ein bisschen faden Beigeschmack. Und zwar wird uns immer nur ein kleiner Happen hingeworfen. Ja, die Vive Pro ist noch gar nicht so alt. Und jetzt kommt schon Vive Pro Eye. Und was ist das nächste? In 6 bis 8 Monaten kommt dann die Vive Pro Eye wie Field of View raus, die dann 130 Grad Field of View hat oder 140 oder ein bisschen marginal größere Auflösung. Wie gesagt, uns wird immer nur so ein ganz kleiner Happen hingeworfen, was so an Erneuerungen da ist. Und ich bin nicht bereit, jedes Jahr ein neues VR-Headset zu kaufen für 1.000 €. Kann ich mir auch gar nicht leisten, ist nicht drin. Und ja, da müssen wir echt abwarten, was da noch passiert. Natürlich ist die Vive Pro Eye jetzt nicht für den Consumer-Markt, die Vive Pro auch nicht, weil damit kannst du den Massenmarkt einfach nicht erreichen. Und ja, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich freue mich natürlich darauf, dass die Technologien da weiterentwickelt werden und besser werden. Und kommen wir dann mal zum nächsten Thema, was da angekündigt wurde. Und dazu schauen wir uns jetzt erstmal einen Trailer an. Also viel Spaß!
Ja, das war der Trailer zu Vive Cosmos und wir sind hier auf der VR-Legion-Seite, also vr-legion.de. Merkt euch das. Ich verlinke es aber nochmal und schaut auf jeden Fall mal rauf. Ist eine coole Seite. Und die berichten jetzt hier auch schon über die CES und die Vive Pro Eye und die Vive Cosmos. Und ja, die Vive Cosmos, die kann man jetzt nicht vergleichen mit der Oculus Quest, denn die Oculus Quest ist ein autarkes Headset und ja, benötigt kein Handy, kein PC, alles ist in der Brille verbaut. Das ist der Vorteil der Quest und die Cosmos hat den Vorteil, kann mit dem Handy gefüttert werden oder aber auch mit dem PC, also man hat beide Möglichkeiten. Wenn keiner jetzt, sag ich mal, ein mega leistungsstarkes Handy hat, kann man es am PC anschließen oder am Handy, wenn man ein bisschen mobiler sein will, sag ich mal. Das ist der Vorteil der Cosmos. Also ja, Pro und Contra auf beiden Seiten natürlich. Die Vive Cosmos hat ein RGB-Display und kein OLED. Und hier sehen wir nochmal, ja, die Controller sehen schon arg nach Oculus aus, finde ich. Also da wurde schon leicht abgekupfert. Trotzdem cool, dass da jetzt keine Touchpads mehr drauf sind, sondern wirkliche Sticks. Das ist echt cool gemacht. Der Ring sieht ein bisschen, ja, moderner aus, sage ich mal. Zur Brille selbst. Ja, die zwei Kameras vorne, wie bei der Vive Pro. Und dann zusätzlich hat die jetzt noch zwei Kameras hier. Und bei der Quest sitzen die ja hier an den Ecken. Weitwinkelobjektive sind da drin. Und das wird da jetzt auch sein. Nur, dass sie anders angeordnet sind. Wo jetzt die Vor- und Nachteile sind, kann ich nicht sagen. Da muss man das Ding erstmal antesten. Die Kopfhalterung sieht mir jetzt nicht so gut aus. Also, ich finde, die sitzt hier nur an einer Stelle irgendwie. Normal kennt man das ja. Ja, ich zeige euch mal kurz die Rift, wo wir hier wirklich eine große Auflagefläche haben. Und das ist bei der Vive ja auch oder beim Audio Deluxe Strap. Und da haben wir jetzt hier nur so eine kleine, dünne Auflagefläche. Ich weiß nicht, wie gut das hält, ob es verrutscht. Insgesamt sieht es schon nicht so mega hochwertig aus, finde ich, von den Bildern, die man jetzt hier so gesehen hat. Hier sehen wir nochmal den Trailer. Aber natürlich cool, dass man wirklich ein Handy und einen PC anschließen kann. Das ist der große Vorteil. Hätte die Quest noch diese Möglichkeit, dass man über ein Kabel mit PC daran angeschlossen werden kann. Also das wäre dann das Nonplusultra. Aber dafür kommt die Rift S raus. Und ja, dann muss man sich überlegen, kaufe ich jetzt die Quest, die Rift S oder doch die Cosmos. Und ja, der Benutzer, der User hat da echt die Qual der Wahl und da muss man sich dann entscheiden, was man haben möchte. Und ja, was schreibt denn die VR-Legion hier? Eine Hardware mit vielen Fragezeichen. Das ist die Vive Cosmos zum aktuellen Zeitpunkt. Auf der CES präsentierte HTC eine offenkundig autarke VR-Brille, die zwar etwas eleganter als die skurrile Vive Focus wirkt, allerdings auch keinen sonderlich professionellen Eindruck vermittelt. Vive Cosmos nutzt Inside-Out-Tracking, also die vier Kameras, die wir hier sehen. Die beiden Frontkameras sitzen recht eng beieinander. Für die Übersicht sind zwei an der Seite angebrachte Kameras verantwortlich. Nach hinten kann die Vive Cosmos also auch nicht schauen. Ja, das kann die Quest auch nicht. Also wenn ich mit dem Controller irgendwie nach hinten greife, bin ich aus dem Tracking-Bereich raus. Und wie das dann umgesetzt wird, das muss man von Spiel zu Spiel dann sehen. Ist natürlich schade, dass die nicht nach hinten schauen können. Ich weiß nicht, ob da möglich gewesen wäre, dass man irgendwie an den Seiten noch irgendwie Kameras hat oder hinten eine mit Weitwinkelobjektiv, die dann eventuell noch die Controller tracken kann. Aber ist wahrscheinlich ziemlich aufwendig. Das ist natürlich der Negativpunkt bei dem Teil, finde ich. Und ja, was haben wir denn sonst noch hier? Genau, wir haben jetzt noch eine Cosmos Produktseite, die wollte ich euch jetzt noch kurz zeigen. Ja, wie gesagt, das ist die vr-legion.de Seite. Schaut mal rauf, ist echt cool. Und dann sind wir mal auf der Vive Cosmos Seite. Es wird hier noch ein bisschen geladen. Eine komische Seite, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sehen wir wieder den Trailer, den wir eben gesehen haben. Ziemlich schönes buntes Bild.
Crystal Clear Graphic. Ja, da bin ich natürlich auch gespannt. Da gibt es jetzt noch keine großen Ankündigungen, wie da die Auflösung ist und so weiter und so fort. Da müssen wir echt warten. Die 6 Degrees of Freedom, also die 6 Freiheitsgrade, werden hier auch benutzt. Also ich kann mich komplett im Raum bewegen. Hier sehen wir nochmal ein Bild. So, und da sehen wir auch, die kann irgendwie nach oben weggeklappt werden, wenn ich jetzt weiter scrolle. Da sieht man das auch. Ne? Da bin ich gespannt, wie nah die dann am Gesicht hält und ob man dann wie, also bei der PSVR ist mir das am meisten aufgefallen, dass man hier wirklich so ein Sichtfeld hat nach unten und wenn man da im hellen Raum spielt, stört mich auf jeden Fall extrem. Ja, wie schon eben erwähnt, ich finde die Kopfhalterung irgendwie merkwürdig und ich glaube nicht, dass die wirklich, dass die schön bequem sitzt, kann ich mir schon vorstellen, aber ob die bei Bewegungen so wirklich fest sitzt, bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Aber lass uns mal überraschen. Also sehen wir nochmal so komplette Übersicht mit Kopfhörer und so weiter. Klar, die hat hier auch wieder den typischen Wi-Fi-Regler, dass man das Headset nah oder fern schrauben kann, wie schon beim Pro oder beim Deluxe Strap. Das ist natürlich cool, aber ansonsten, also ich würde mir jetzt glaube ich eher die Oculus Quest kaufen als die Cosmos. Natürlich am liebsten die Pro Eye. Mal schauen, vielleicht gewinne ich ja noch im Lotto. Ja, das war es eigentlich schon mal. Ja, jetzt kommen wir, okay, jetzt kommen wir hier noch zu den Controllern kurz. Die sehen cool aus und ich glaube auch, dass die mit Sicherheit bequem sind. Und ja, ein großes Upgrade zu den Dingern hier auf jeden Fall. Also schlimmer geht's echt nicht. Natürlich kann man sich dran gewöhnen, aber immer wenn ich eine Zeit lang mit der Vive gespielt habe und dann wieder mit der Oculus, merke ich, wie genial diese Touch-Controller eigentlich sind. Und in die Richtung gehen die auch. Nur, dass die natürlich den Ring nach oben haben. Nach oben ist der Ring, damit der besser von den Kameras getrackt werden kann. Weil wenn die von unten wären, wie bei den Touch-Controllern von der Rift, dann würden die Kameras die nicht so gut erreichen können. Also von daher, das ist auch bei der Quest so gelöst. Geht bei den optischen Sachen halt nicht, wenn man keine externen Kameras mehr hat. Ja, das zu den Controllern. Ja Leute, was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Zur Vive Pro Eye, zur Cosmos? Was haltet ihr davon? Welche Brillen sind für euch interessant? Wo ihr sagt, okay, die kaufe ich mir auf jeden Fall, das muss ich haben. Würde mich echt interessieren und ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare. Und falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich echt über ein Like freuen. Und wer noch kein Abo gegeben hat, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Danke fürs Zuschauen.